Das müsste jetzt eine Abkürzung sein. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay, theoretisch könnten wir uns gleich mal zurück. Tun wir aber nicht. Wir schauen mal unseren Weg wieder zu finden. Und da wäre es vielleicht jetzt sogar schlauer, den Weg hier zu nehmen, wegen den ganzen Lasern. Ja, machen wir mal diesen hier wieder. Machen wir denselben Weg. Dürfte nicht allzu lang sein, Fragezeichen. Nein, nein, brauche ich. Ich muss ihm nur das wieder nachlaufen. Da gibt es ja keinen Gegner mehr und so weiter. Deshalb ist es ja egal. Ich komme immer noch nicht drauf. Wie kann man Spinnen hassen? Wie geht das? Wie kann man sagen, ich bin ein Mensch, ich heiße Spinnen? Die sind doch mega cute. Und es gibt ja irgendwie nur, keine Ahnung, 2/3 aller Spinnen oder sowas sind hier sowieso nix für den Menschen. Also gar kein Problem. Weil entweder haben sie zu schwache Beißer, um irgendetwas... auszumachen. Oder das Gift ist zu wenig stark. Okay, das hat's nicht gelöst, das Problem hier. Hopp! Perfekt, flawless. Perfekt, flawless. Alles genau wie geplant. Perfekt. Flawless. Perfekt, flawless. Ah! Was treibt ihr mich? Ah! Hey! Übertreibt ihr einfach. Übertreibt nicht einfach. Okay. Oh. Wer ist das? Kann ich ihn einfach absnipen? Nope, unsterblich. Ist es, oder ist es nur ein Stuhl? Okay, hier sind wir jetzt da, wo wir immer die Cutscenes gesehen haben. Okay. Heute Abend auf Blark TV. Das lang ersehnte Ereignis. Die völlige Zerstörung eines ganzen Planeten. Erleben Sie die Macht, die Vernichtung und die darauffolgende Leere. Sehen Sie dem Vorsitzenden Drag zu, wenn er den Knopf drückt, der eine Welt zerstört und eine andere erschafft. Und danach gibt's die lustigsten Superheldenreinfälle der Galaxie mit Captain Quark. Jetzt wissen wir, wo er ist. Schnappen wir ihn. Das fucking... Wow. Schlage ich mal mein Mic, mein fucking mein Headset. What the fuck? Dann wissen wir auch, wo halt Ding ist und so weiter. Und wir wissen auch, dass Captain Quark noch lebt. Wunderschön, was hier Drake immer zu sehen hatte. Komisches Schiff drüben. Warte, war ich überhaupt alles gemacht? Nö, da fehlt mir ja noch ein ganzer Teil. Ah, stimmt ja. Okay, dann machen wir den ganzen Teil jetzt. Und danach gehen wir weiter zu Veldinia. So heißt es logisch, Veldinia. Das Reich des Veldins. Veldinien. Okay, egal. Weiter nicht ins Wasser. Oh, das sollte was... Vielleicht ist hier irgendetwas Spannendes. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Hier ist was Spannendes sogar. Ich, sonst hätten sie, glaube ich, das Ganze nicht hingebaut und ich hätte jetzt das Ganze gemacht, ohne was zu sagen. Boah, es ist ekelhaft. Wow, what? Ah, ist das der echte Weg? Und wo ist mein ganzes Leben hin, Alter? Ah! Oh, nee, nicht schon wieder. Oh, nee, ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Mal. Ah! Nicht mit Minen. Ich komme nicht auf Minen klar. In keinen Ratchet-Teil. Weil die lieben, die Macher von Ratchet & Clank lieben Minen. Über alles. Die setzen die hin, wo sie können. Deswegen gibt es sie auch im Wasser Minen, am Land Minen. Ich wette, es gibt sogar unterirdisch Minen. Oh mein Gott, ist das als ekelhaft. Ah! Nein! Ah, ich bin selbst erschrocken gerade. Ah! Okay, nochmal, nochmal. Runter. Los, 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 los. Wir schaffen das in Rekordzeit. Go, 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 go. Hier knapp nehmen. Gleich runter. Hier rüber. Wir bleiben mal unten. In der Hoffnung, dass da, dass das irgendeine Strategie ist und ich mir das nicht nur einbilde. Okay, okay, wir sind schon weit. Ein wenig rauf. Zack, perfekt, perfekt. Alles ist noch Gucci. Alles ist unter Butter. Unter Buttocks. Buttocks. Ah.
Kennt ihr diese einen... Au. Au. Kennt ihr diesen... Ah, das eine, die... Was, es gibt so... Es gibt halt Briten. Und dann gibt's Mega-Briten. Was mache ich hier? Dem hier auf, über Briten zu reden und schau, das Level zu schaffen. Ah, Nase. Ah. Was das? Wirklich? Ich hatte es mit 20 Sekunden noch geschafft, trotz dass ich alles verkackt habe? Beschweren tue ich mich nicht. Nur halt wundert es mich. Die Reichweite, wo wir jetzt Bowls einsammeln, ist köstlich. Oh, ich würde das am liebsten abschlecken. Zack. War das jetzt aber der echte Weg? Oh, da war eine... da war irgendetwas. Oh, ist das widerlich. Und das... das Rascheln ist gerade nicht von mir. Dann müssen wir den ganzen Weg nochmal machen, um hier reinzukommen. Oh, machen wir nicht jetzt. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Was ist das? Echt cool. Toll. Ups. Toll. Ich habe jetzt einen Dekodierroboter. Was auch immer der macht. Warte, schauen wir mal kurz nach. Wir haben es ja sicher unter Geräte. Oder unter Gegenstände. Dekodierroboter. Gadgetron-Dekodierroboter werden benötigt, um knackbar Klammern zu öffnen. Es gibt hier einen Dekodierroboter für jede Klammer. Da kann jeder Dekodierroboter nur einmal angewendet werden. Also es ist eine Sache, die nur einmal benutzt werden kann für einen Raum, den wir nicht wissen oder nicht kennen. Hurra. Gut, dass wir das jetzt haben. Wohin geht's jetzt? Zur Startrampe. Wieder mit den tollen... Keine Ahnung, wie die funktionieren sollten. Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger hier, die Dinger. Okay? Gut. Zack, tolle Animation. Und wir sind jetzt am Start. Haben jetzt echt den ganzen Planeten gemacht. Nehmen logisch den Secret hier. Ich nehme auch an, dass der Dekodierroboter für das hier ist. Schon mal, weil es da hier ist. Soll ich? Ach komm, ich mach das jetzt noch schnell. Und ihr seid aber nicht dabei, denke ich mal. Wir sehen uns, sobald ich... Also ihr seht da jetzt ein Schnellzeugs, wie das geht. Dabei kann ich ja singen oder sowas, auch keine Ahnung. Mach irgendetwas Lustiges, Demi. Los. Okay, okay. Hier lang, hier lang. Ah, okay. Dafür war nicht... Ah, rauf, rauf, rauf. Und Goldbolt. Okay, hier war ein Goldbolt. Hier war nicht mal sowas Ding und so. Ich habe es wieder geschafft, von allem getroffen zu werden, was irgendwie möglich war. Weil, ja, ich bin... Boah, ekelhaft. Ich möchte ja irgendwie meine Anerkennung zeigen an dem Laser und Elektroscheiß. Alter, die Effekte sind übertrieben von dem. Okay. Was? Ich muss einen ganzen Wirklich? Aha, okay. Ich habe ein Leben. Also ein Leben heißt, ich darf einmal getroffen werden. Das ist widerlich. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Wir gehen hier rauf. Okay, wir haben genug Zeit und hier gibt es keine Hindernisse. Okay, angenehm. Dankeschön, Macher von Ratchet und Clank. Als nächstes müsste Planet Veldin sein und... dort dürften wir Drag auf Drag finden. Also, hätte es nicht auf theoretisch gegangen, hätten wir einfach auf Veldin gewartet die ganze Zeit. Das ganze Spiel über und hätten einfach gewartet, bis er herkommt und dann so, puff, Schraubenschlüssel auf dem Kopf oder sowas. Oder war das zu, ach egal. Weiter geht's nach Veldian, zack. Kühlseel, Ebene Veldin, los geht's, Ratchets Planeten retten. Als letzte Mission mit 3 Goldbolts zu finden. Boah, das war eine coole Animation. Das war minimal anders. Ich weiß nicht, wohin fliegt... Das ist vor dir. Hallo? Wohin fliegst du? Das war vor dir. Das wird das nur... Ja, okay. Ich sag mal nichts dazu. Ich sag mal nichts dazu. Ah, siehst du, jetzt ist es schon wieder zu kalt. Ah, ich bin Demian. Ich bin so empfindlich auf Temperatur. Oh. Okay, wir sind jetzt wieder hier am Anfang.
mit unserem neuen Scheiß aber. Das Plakat von Ding ist weg. Hier war ja ein Plakat von Captain Quark. Keine Ahnung, wer es weggetan hat. Schön aber, dass wir neue Kisten hergelegt haben zum Zerstören. Sonst hätten wir ja weniger Spaß gehabt. Das hat sicher Drag gemacht, um so mit der Denk, ja, vielleicht können wir hier Ratchet aufkaufen. Keine Ahnung. Das sind jetzt die neuen Frösche. Und da oben sehen wir schon gleich einen Gegner, den wir... Leben dann? Ein paar tolle Sonderangebote. Nö, ich kaufe mir nichts. Da ist ein toller Gegner, den ich... Zack. Das sind neue Frösche, die sind mehr zackig. Also zackiger. Bumm. Statt mehr zackig sind sie ja zackiger. Wow. Das Lustige ist, dass die Macher von dem Spiel hier die Horny Horny Toads genannt haben. Das ist ja auch zweideutig. Hihihi. Und so, das ist lustig. Denn Horny bedeutet ja au. Versteht ihr? Ja, das ist super toll. Okay. Wir sehen hier. Arschloch. Können wir. Diese Waffe kommt mir irgendwie minimal OP vor. Wegen der Reichweite und wegen allem. Na gut. Beschweren tue ich mich mal nicht. Hopp. Zack. Den tun wir wieder ausleeren, damit wir ihn benutzen können für halt klonere, also für mehrere Frösche. Zack. Jetzt können wir auch theoretisch gleich so... Au. Jetzt können wir auch, Theo. Jetzt können... Ja. Jetzt können wir auch so rauf. Hier ist wieder einer. Gut, dass wir die Waffe haben. Ich wäre total am Arsch ohne. Ausweichen geht er nicht mit den Raketen. Das ist irgendwie... Ah! Eine Waffe, die einfach total OP ist. Also die Rida ist dann logisch noch viel OP-IA. R-E-D-A, whatever. Boah, und was bist du denn für ein... Dreckiger! Wirklich vier? Lieb, dass du aufgehört hast zu schießen, aber... Der Panzer da könnte mich auch minimal stören, vielleicht. Ah, oh, nice, okay. Alter, ich hab hier einfach... Ich kann hier... Ich kann den ganzen Planeten von hier aus schon retten. Ha! Beten, dass die Blätter nichts aufhalten an Raketenmäßigen. Okay, nee, tun sie nicht. Gut, also... Ich hoffe... Das stört hier niemanden. Dass ich ganz kurz mal von hier aus schon mal die Galaxie rette. Nope, die kommen nicht an. Okay, egal, wäre ja auch ziemlich OP. Ich meine, ich könnte Drag von hier aus besiegen. Kommt mir vor mit der Scheißwaffe hier. Also Scheiß im Sinne von Ding und so. Nicht, dass sie schlecht ist, aber im Sinne von, dass sie scheiße gut ist. Versteht ihr? Und nicht, dass sie voll stinkt und so. Ich mag diese Waffe und ich bin sehr dankbar dafür. Okay. Zack, zack und zack. Durch das Tor. Und da vorne haben wir Clank gefunden davor. Hier gibt es nichts zu tun. Wir gucken hier. Okay, am Anfang haben wir auch nichts verpasst. Da ist. Whatever das da ist, aber das ist kein Secret. Hier gibt es viele Secrets, aber. Okay. Wir haben eh die ganzen Gegner schon gekillt, die irgendwie uns schaden könnten. Okay. Clank wurde ersetzt jetzt mit den ganzen hier. Zack. Bumm. Du wurdest mit deinem Cousin gekillt. Du gefällst mir gar nicht oben. 1, 2, 3, 4. So, Munition aus mit dem, dafür das Scheißschiff weniger. Ich hasse dieses Schiff. Ich mag das wirklich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich fange langsam an, immer mehr wieder so zu reden, statt normal, was ich nicht verstehe. Why? Also, egal. Hier braucht man nicht ein Dekodierzeug, sondern wieder den Dekapukata. Dich. Zack, zack, zack. Ich glaube, in dem Planeten werden wir auch jedes Gadget wieder benutzen. Okay, hier stört's. Hier schießt's auf nichts. Hier stört's. Hier schießt's auf nichts. Hier stört's. Hier stört's. Hier schießt's auf nichts. Hier stört's nicht und schießt auf was. Auf zwei sogar. Okay. Das ist minimal störend. Nein. Schlecht.
Ja, vielleicht gut, Fragezeichen. Und... Oh. Ich hätte noch weiter gedreht, aber na gut, so geht's logisch auch. Ach du meine Güte. Kommt alle. Saukanone ist ziemlich OP hier in dem Spiel gegen kleine Gegner, aber der Rest ist halt, ja, blöd. Gegen die anderen nicht mehr jetzt. Davor hat man ja alles gewone-shottet mit der da, aber jetzt, glaube ich, ist das nicht mehr so. Okay, wir haben den Dietfried benutzt. Wir benutzen jetzt die Magnetstiefel. Also, was geht... Okay, gehen wir einfach die Liste durch. Ah, hier ist ein schönes Wasserlevel. Ah. Und Checkpoint, hoffentlich. Ein Checkpoint, wo wir auch gleich wieder alles aufrüsten an dieser Waffe hier. Ich meine, Bolts haben wir ja genug jetzt eigentlich. Okay, da können wir einsaugen. Müssen wir... Ja, wir müssen schon einsaugen. Okay. Gerät. Wasserzeugs. Hydrobearmer. Zack. Nom 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 nom. Alles ausgeschluckt. Zack. Wir spucken nicht, wir schlucken alles, was wir nehmen können. Motto, Enki, immer benutzt. Und ich glaube, es passt auch einfach zu allem. Erst kontrollieren, dass da nichts Bösartiges ist. Obwohl, müssen wir gar nicht. Zack, es können direkt durch. Mir gefällt nicht dieses Spike hier, der durch die Mauer geht und komisch backt. Oh,